Da sind wir wieder zurück zur Let's Play GTA San Andreas. Ja, wie gesagt, also Wusi hat eine neue Mission für uns, nachdem wir Ranfali, also nachdem wir dazu beigetragen haben, dass Ranfali sicher die Stadt verlassen kann. Und ich denke mal, das ist jetzt diese Scheißmission, die ich gedacht habe, die schon davor käme. Mal schauen. Ja, das wird interessant werden. Ja, das ist es. Leute, das wird behindert werden. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and. Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water? Dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in a harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Hard like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit. Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Dafür finde ich Woozy einfach super. So, mach dich auf zu den Dogs. Wie ich ja schon im letzten Part gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich mich einfach sowas von strunzdumm bei diesem Tauchen anstelle oder ob es einfach wirklich nur Scheiße ist. Denn ich habe dauernd das Problem, dass der. Also, man muss dann durch. Also, das seht ihr dann gleich, ich will nichts spoilern. Aber mich bleibt ja dauernd hängen. Beziehungsweise stecken, der will nicht so richtig vorwärts. Und wir müssen da tauchen. Und da ertrinke ich dauernd. So, ich habe das Lungenvolumen jetzt auch mehr ausgebaut, wie es eigentlich nötig ist, dass ich halt mehr Zeit habe, damit ich das Video hier nicht 10 Mal machen muss. Da vorne müssen wir rein. Ja, das Anker draußen auf dem See. Den müssen wir ausweichen. Also gehe ich halt mal sehr stark davon aus, weil sonst werden die uns wohl abschießen. Ich hätte auch mit einer Badehose reingehen können. Aber ich dachte, na, übertreiben muss man es ja jetzt auch nicht. Hier ist der erste. Dann würde ich sagen, tauchen wir doch mal. Okay, das hat gut geklappt. Das ist jetzt hier schon ein bisschen tiefer. So. Jetzt. Seht ihr, gerade bin ich ein bisschen stecken geblieben. Aber jetzt klappt es ja super. Aber normalerweise ist es so, dass ich es bei der Aufnahme dauernd verkacke. Ja, also man musste dazu halt ein bisschen tauchen vorher, weil man noch nie im Spiel getaucht ist. Das ist dann relativ langweilig. Oh, das klappt, das ist ja traumhaft, ist das ja. Und den müssen wir jetzt ausweichen. Die Hauptroute über das Wasser wird von 2 Patrouillenbooten bewacht. Schwimmen an der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Achso, schwimmen dicht an der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Okay. Dann schwimmen wir
Da schwimmen wir nicht unter der Wasseroberfläche. Da vorne ist das Schiff, da müssen wir hin. There he is. Ja, wenn die uns ein bisschen abschießen, das ist nicht schlimm. Tauchen wir nochmal runter. He's gone under. Ja, und es ist halt so, We must have winged dass him. man in der. Was wollte ich denn dir sagen? Den Faden verloren. Dass man Told you I saw some idiot. in der Story, beziehungsweise bis jetzt im ganzen Spiel, noch keinen wirklichen Grund gehabt hatte zu schwimmen He und zu can't hold his tauchen. breath Ja, und forever. so muss man halt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Man, he must have drowned by now. Nee, bin ich nicht. Eine Viertelstunde, 20 Minuten tauchen, was ganz schön, ja, stupide und langweilig ist. So. Wir haben eine Schaufel haben wir. Nee. Genau, so. Und wir haben ein Messer. Sehr schön. Stay cool. Okay. Eigentlich soll man da schleichen, aber irgendwie wollen die nicht so ganz. Ah, da schleichen wir jetzt. Wo haben wir das Messer? Hier. Oh, jetzt haben wir unseren schönen. Jetzt haben wir unsere schöne Gehstockwaffe da aufgegeben. Take me. Zack. Come on, bitch. Tot. Den machen wir hier auch noch fertig. So. Na gut, das Messer, da gibt es ja keine Munition für. Ja, da muss man dann halt tauchen und tauchen und tauchen und tauchen und tauchen. So eine Viertelstunde lang. I never go Und down. da. Und es ist ziemlich langweilig und öde. Wie sie beide zum. Ja, das ist ziemlich langweilig und öde. Und deshalb, ja, also das ist einfach ein bisschen nervig, weil man davor halt nie tauchen musste. Da hätten die eigentlich ein paar so vom, also vom Spieldesign, vom Game Design her ist das nicht so gut gelöst. Da ist nix. Müssen wir hier runter. Ja, also wie gesagt, Seiten davor einfach nur noch ein paar Drücke-Eingaben, um die Wand zu platzieren. So. Ja, also wie gesagt, da hätten noch ein paar Schwimmmissionen kommen müssen. Damit man da nicht die ganze Zeit ja, rumlungern muss und man da tauchen muss. Da vorne ist unser Ziel. Wir tauchen nochmal unter. Respekt erhöht, wir haben noch gar nichts gemacht. Vom Tauchen. So, zurückblicken können wir nicht. Können wir unsere Waffen ändern. Aber das bringt uns nichts. Ein Raketenwerfer in der im Wasser ist etwas schwer zu bedienen. So. Da hat die Mission doch mal wirklich gut funktioniert. Das ist nämlich auch die erste Aufnahme, die ich mache. Und kleiner 11.000 Dollar dafür gekriegt. Ist das nicht geil? Oh, der Tanker ist irgendwie weg, verschwunden. Sehr schön. Und da sind wir gestartet. Da steht noch unser Motorrad da. Ich glaube nicht, ne? Ne. Also nehmen wir so ein Auto. Das ist auch ganz schön. So, dann sehen wir uns gleich wieder zu der nächsten Episode, beziehungsweise zu der nächsten Mission. Wusi ist ja immer noch auf der Karte.
Oh Gott, meine Fahrkünste. Ja, also wir sehen uns dann gleich wieder zu der nächsten Mission von Woozie. Bis dahin.